Jetzt gibt es Zoff um die Zukunft. Wie wollen die Jungen den Klimawandel stoppen? Lange das, was das Parlament mit dem CO2-Gesetz vorhat? Und wie soll die AHV gerettet werden? Jetzt müssen Präsidentinnen und Präsidenten der Jungparteien Farbe bekennen. Heute in der Arena. Benjamin Fischer, Präsident Junge SVP. Er sagt, ich bin beim Klima gegen Verbote und Treibstoffabgaben. Das ist reine Symbolpolitik. Bei der Altersvorsorge müssen wir wegkommen von einem fixen Rentenalter. Sarah Bünter, Präsidentin Junge CVP, sagt, jeder Mensch kann zu einer besseren Klimabilanz beitragen. Das wirkt sich weltweit aus. Und das Rentenalter der Frauen muss an jenes der Männer angeglichen werden. André Silberschmidt, Präsident Jungfreisinnige, sagt, die Schweiz allein kann die Welt nicht vor dem Klimawandel retten. Trotzdem ist sie in der Pflicht. Bei der Altersvorsorge braucht es mehr Mut. Die Politik des Bundesrats ist unverantwortlich. Ronja Jansen, Präsidentin Juso, sagt, die Schweizer Wirtschaft muss endlich an die Leine genommen werden. Nur so können wir das Klima retten. Zudem gehört die Pensionskasse abgeschafft und die AHV gestärkt. Außerdem im Studio Uriel Seibert, Co-Präsident Junge EVP. Remo Zuberbühler, Präsident Junge BDP. Tobias Vögeli, Co-Präsident Junge Grünliberale. Und Lucian Franzini, Co-Präsident Junge Grüne. Die Arena, moderiert von Sandro Brotz. Vielen Dank. Vielen Dank dem Publikum, meinen Gästen und Ihnen daheim. Klima und AHV, zwei grosse Themen, die in erster Linie die betreffen, die heute bei uns im Studio sind. Die Jungen, sie müssen es nämlich ausbaden. Aber was sind ihre Lösungen? Wir haben ein neues Zauberwort im Land und in der Schweizer Klimapolitik. Das heisst Netto Null. Das heisst, bis ins Jahr 2050 soll die Schweiz klimaneutral sein und unter dem Strich kein Treibhausgas mehr ausstoßen. Der Klimajugend geht das viel zu wenig schnell. Sie sagen, man muss nicht 2050, sondern schon 2030 am Ziel sein. Benjamin Fischer von der Jungen SVP. Die Zeit läuft davon, aber Sie stehen jetzt auf die Bremse bei der SVP mit dem Referendum gegen das CO2-Gesetz. Das heisst, lieber blockieren, statt den Planeten retten. Nein, das hat überhaupt nichts mit dem zu tun. Aber es ist einfach Wahnsinn, wenn man meint, man rettet den Planeten, indem man die Leute einfach mit mehr Ausgaben belastet, mehr Benzinpreis, mehr Flugzeuge, Ticketabgaben. Das macht für eine Familie schnell einmal über 1'500 Franken im Jahr. Und das ist reine Symbolik. Mit dem haben wir gar nichts gerettet. Es schädigt das Gewerbe in der Schweiz und es schädigt auch unsere Arbeitsplätze in der Schweiz. Ich meine, wir haben einen Pro-Kopf-CO2-Ausstoß, wo schon etwa die Hälfte von dem von Deutschland ist, nicht einmal ein Drittel von dem, was wir in den USA haben. Und am Schluss ist ja nicht einmal pro Kopf relevant. Wenn man vom weltweiten CO2-Ausstoß redet, dann ist das USA, China, Indien, Brasilien. Und das ist einfach Nonsens, wenn wir jetzt das Nonsens belasten. Und dann schon den ganzen Katalog an Argumenten aufrichten. Ich verspreche Ihnen, wir werden ganz detailliert über die einzelnen Punkte reden. Aber ich glaube, die Botschaft ist angekommen. Reine Symbolpolitik. Ronja Jansen, 2030 statt 2050. Das ist doch nicht realistisch. Ich glaube, was nicht realistisch ist, ist, wenn wir jetzt weitermachen, so wie wir es bis jetzt gemacht haben, indem wir mit dem gleichen lauwarmen Rezept weiterfahren, wo jetzt schon auf dem Tisch liegt. Ich glaube, es braucht jetzt radikale Veränderungen. Es braucht einen Systemwechsel. Und darum ist es auch unglaublich wichtig, dass wir morgen alle auf die Strasse gehen und Druck von der Strasse aufbauen, damit sich in der Politik endlich etwas bewegt. Ein Demo-Aufruf geht am Anfang dieser Arena. Eigentlich ist das ja nicht gestattet, aber da kann ich es wie nicht stoppen und durchgehen lassen. Andi Silberschmid, wenn der Umweltschutz wirklich so wichtig wäre und in der DNA von Ihrer Partei, wie Petra Gössi immer gerne sagt, dann müssten Sie sagen, ja, 2030 müssen wir abheilen. Es ist ein sehr ambitioniertes Ziel. Wenn man mit Wissenschaftlern redet, sagen die, das schafft man wahrscheinlich nicht. Eher 2050. Ich denke, wenn wir es aber 2030 schaffen, hat niemand etwas dagegen. Aber Politik muss nicht zwingend Ziel formulieren, sondern sie muss Massnahmen ergreifen.
Und man hat gerade diese Woche gesehen, dass der Ständerat mit dem Lead der FDP konkrete Massnahmen ergriffen hat. Also alle, die das Gefühl haben, es sei ein grünes Mäntel, das die FDP um sich da hat, hat jetzt gesehen, dass wir mit konkreten Massnahmen kommen. Fast einstimmig ist das CO2-Gesetz zu den Ständerat. Im Lead zwei FDPler, davor noch ein Jungfreisinniger, der Damian Müller. Und ich glaube, da kann man sagen, wir bringen nicht nur Worte, sondern auch Taten. Also, sie klopfen sich selber auf die Schulter und auf das grüne Mäntel, das sie darunter haben. Aber das grüne Mäntel hat ja CVP eigentlich schon viel länger an. Sagen Sie einmal, das muss Ihnen wahrscheinlich ein bisschen stinken. Aber da muss man auch sagen, wenn es Ihnen wirklich so ernst wäre, dann müssen Sie sagen, ja, jetzt stellen wir uns hinter die Forderung der Klimajugend. Ich denke schon, wie es erwähnt worden ist, man hat mit der Wissenschaft geredet. Am aktuellen Zeitpunkt ist es schwierig bis 2030. Aber das heisst nicht, dass man die Ambitionen verfolgen sollte, dass es möglichst schnell so weit wird kommen. Und ich denke, der Ständerat hat jetzt ein sehr gutes Zeichen gesetzt. Er hat einem CO2-Gesetz zugestimmt, das griffig ist. Und wenn wir uns alle dafür einsetzen, auch jedes Individuum, werden wir das vielleicht auch vor 2050 schaffen. Und das wäre für alle das Beste schlussendlich. Das wäre das Beste. Ich möchte hören, was man in der Loge meint, was das Beste ist. Bei uns ist nämlich unter anderem Lucian Franzini, Co-Präsident der Jungen Grünen. Die Klimajugend, die hat sie links überholt, gell Sie? Ja. Überhaupt nicht. Wir sind sehr erfreut, dass jetzt die ganze junge Generation aufsteht und für ihre eigene Zukunft kämpft. Sie haben ja auch ein Flugblatt, ein Crowdfunding gemacht und ein Flugblatt in alle Haushalte, die sie verschicken wollen. Und ich glaube, das ist leider noch nicht bei allen da angekommen, wenn man jetzt diesen Worten zulässt. Weder 2050 noch 2030 ist realistisch mit den Massnahmen, die der Ständerat jetzt ergriffen hat oder will ergreifen. Wir wissen nicht mal, ob nach den Wahlen dann im Nationalrat die Massnahmen überhaupt noch bleiben. Es braucht viel grundlegenderen Wandel, damit wir wirklich garantieren können, dass in 30 Jahren auch unser Leben hier in der Schweiz noch lebenswert ist. 2030 oder 2050, sagen Sie, ist nicht zu erreichen mit diesen Massnahmen. Jetzt neben Ihnen der Tobias Vögeli, Co-Präsident der Jungen Grünliberalen. Sie haben einen ganz anderen Plan, Sie haben nämlich so einen 12-Punkte-Massnahmenplan. Heisst davon, ist Klimalohn, also soll jemand belohnt werden, der nachhaltig lebt, mehr als eine Schnapsidee? Definitiv, ja. Also, das wird auch diskutiert. Wir haben ja jetzt auf dem Test die Lenkungsabgabe, die wir einführen bei den Flugtickets. Wir wollen gerne eine Lenkungsabgabe auf alles. Aber uns geht es nicht darum, irgendwie den Staat aufzubleien und einfach ein bisschen mehr Einnahmen zu generieren, sondern das Geld soll zurückverteilt werden an die Bevölkerung. Jeder und jede in der Schweiz soll dann einen Klimalohn in dem Sinne bekommen. Also Geld, das man eigentlich eingenommen hat mit der Lenkungsabgabe, soll wieder zurückverteilt werden an die Bevölkerung. Das ist definitiv mehr als eine Schnapsidee. Ja. Remo Zumperbrühler von der Jungen BDP. Ich habe geschaut auf ihrer Internetseite. Es hat ganz viele Themen. Unter anderem das Klima. Es ist eines von vielen Themen. Weil sie es nicht so wichtig finden oder weil sie es langweilig finden, getreu ihrem Slogan, langweilig, aber gut. Man kann sicher sagen, das Klima ist ein wichtiges Thema auch innerhalb der BDP. Die BDP hat maßgeblich dazu beiträgt, dass auch zum Beispiel die Abschaltung der Atomkraftwerke in der Schweiz herbeigeführt wird. Die BDP hat zum Beispiel auch eine Mobilitätsinitiative zu machen, die nachher nicht lanciert hat, weil man nachher gesehen hat, man wollte nicht zwei Initiativen neben der Gletscherinitiative gleichzeitig haben. Tut sich voll bei der Gletscherinitiative einsetzen. Ich würde nicht sagen, dass die BDP das Klima nicht ernst nimmt oder es nicht wichtig genug ist, damit es gross auf der Webseite steht. Weil das Klima ist schlussendlich etwas, das uns alle angeht. Und da müssen wir alle zusammenarbeiten. Müssen nicht nur etwas in der Politik machen, müssen auch bei uns selber eigentlich darauf schauen, dass wir klimafreundlich leben. Es geht uns alle an. Es geht auch die junge EVP etwas an, die bei uns vertreten ist mit dem Co-Präsidenten Uriel Seibert. In ihrem Parteiprogramm steht, Natur müssen wir schützen. Sie müssen können aufblühen. Und Inspiration dafür sei auch das Wort Gottes. Aber ich nehme jetzt mal an, beim Klimawandel hilft Beten allein nicht. Nein, Beten allein hilft in diesem Punkt sicher nicht. Wir sind natürlich immer der Meinung, dass Beten eine grosse Hilfe ist. Aber Beten kann auch sein, dass man nachher erkennt, was dran ist, was es zu tun ist. Weil schlussendlich ist die Welt uns anvertraut. Und wir haben eine Verantwortung für die Welt. Das ist die Schöpfungsgeschichte, die das so aufnimmt. Und ich glaube, wenn es dort steht, dass der Mensch die Welt sich untertan machen soll, ist das zu verstehen als herrschen darüber im Sinne von schauen, dass sie gut ist und auch für kommende Generationen noch brauchbar ist. Und bin ich gespannt, ob Sie jetzt dann, wenn Sie die beiden Karten vornehmen, auch Hilfe von oben bekommen, die Eingebung, was Sie da abstimmen. Sie haben nämlich alle Karten verteilt bekommen, eine blaue und eine rote. Sie kennen das aus den Wahlarenas, die wir gemacht haben. Blau für Ja und Rot für Nein.
Und da kommt schon die erste Frage. Stellen Sie sich, da vorne in der Hauptrunde, aber auch in der Loge, stellen Sie sich hinter die Forderung von der Klimajugend, dass die Schweiz schon bis 2030 soll klimaneutral sein? Ja, genau. Das hat... Das stimmt. Frau Janssen hat jetzt die richtige Karte noch gefunden, selbstverständlich dafür. Der Herr Vögel kann sich nicht ganz entscheiden. Warum nicht? Also, wenn es möglich ist, sehr gerne. So schnell wie möglich müssen wir CO2-neutral werden. Wir haben aber auch mit Forschenden aus der ECH, mit Klimawissenschaftlerinnen und Klimawissenschaftlern und mit der Wirtschaft zusammen angeschaut. Und Fakt ist einfach, mit den bestehenden demokratischen, rechtsstaatlichen Prinzipien, und dazu bekennen wir uns, ist es nicht möglich bis 2030 wahrscheinlich. Mhm. Sicher möglich ist es bis 2040, wahrscheinlich sogar noch vorher möglich. Und darum würde ich sagen, wenn es möglich ist, sehr gerne 2030, aber realistischerweise wird es vielleicht auch 32 oder 33. Oder 34 oder 35, das gefällt aber die Klimajugend nicht. Die ist heute Abend bei uns vertreten mit der Lena Bühler. Willkommen, Sie sind 16, gehen ins Gymi. Sie haben jetzt hier mitgeschaut, was da für Resultate gekommen sind. Die einen sagen ja, die anderen sagen nein. Und ja, der Herr Fischer vor allem hat Mühe mit Ihren Anliegen, wo ja, im Grundsatz Sympathie haben die Anliegen, aber gehen Sie jetzt nicht einfach zu weit und schiessen sich über das Ziel raus? Also die Wissenschaft ist klar, wenn wir das 1,5 Grad Ziel nicht erreichen, sind die Auswirkungen des Klimawandels auf unsere Generation, auf die Umwelt fatal. Darum ist es nicht ein radikales Ziel. Radikal wäre jetzt nichts zu machen und den Klimawandel zu passieren. Oder die Verantwortung den Einzelpersonen zu geben. Und die Wissenschaft sagt, dass es technisch umsetzbar ist, dass die Schweiz als Industrieland hat die Ressourcen hat. Was im Moment fehlt, ist der politische Wille. Der politische Wille, der fehlt auch beim Herrn Fischer. Was geben Sie mit auf den Weg? Also aus Ihrer Sicht, sage ich. Also, es geht um unsere Zukunft. Unsere Generation ist bedroht. Die Auswirkungen des Klimawandels sind fatal und die ganze Umwelt. Wir haben nur den einen Planeten. Wir müssen jetzt drastisch etwas ändern. Sage ich gerne, sehr gerne etwas dazu. Wir sind hier in der Schweiz mit 8 Millionen Einwohnern. Und wir retten nicht den Planeten, selbst wenn wir netto null haben bis übermorgen. Oder? Und wir müssen einfach immer die Verhältnismäßigkeit schauen. Wir sind in der Schweiz auf extrem hohem Niveau. Ich habe es vorher gesagt, eben der CO2-Pro-Kopf-Ausstoß ist eigentlich sehr gering in der Schweiz, das, was hier ausgestoßen wird. Und die Schweiz kann sehr viel beitragen. Und vielleicht schaffen wir das sogar auch vor 2050 mit der Wissenschaft, mit der Innovation, mit der Wirtschaft. Was man auch nie diskutiert und was ich nie höre, sind Möglichkeiten, wie kann man zum Beispiel CO2 in der Atmosphäre entziehen. Da gibt es ganz interessante, hervorragende Projekte. Aber man hat immer so die einseitige Schiene, die eben fast so ein bisschen religiös angehaucht ist. Wir müssen eigentlich zurück zur Natur. Die Zivilisation ist böse. Ist das eine Ersatzreligion? Und es führt am Schluss noch schnell der Satz nur dazu, dass man eben eigentlich weniger in der Schweiz produziert und eben mehr im Ausland, was eigentlich viel klimaschädlicher ist. Und das kann überhaupt nicht das Ziel sein. Was da immer vergessen geht, ist, dass zum Beispiel der Finanzplatz in der Schweiz hat drastische Auswirkungen auf das Klima. Dort Investitionen in Kohle, Öl und Gas. Und so Sachen vergisst man immer, wenn man sieht, klar, die Schweiz ist ein kleines Land, die ganze Welt muss mitziehen, um dass wir aus dieser Krise wieder rauskommen. Da kommen wir vielleicht nachher dazu. Aber mit dem Netto-Null hat das ja nichts zu tun. Also, wir können ja da in ein Aufhören-Auto fahren in der Schweiz und unsere gesamte Wirtschaft abschalten. Das hat an sich keinen Einfluss auf das Weltklima. Das ist etwa ein Promille, nicht mal ganz, wo der Ausstoß in der Schweiz ausmacht. Sie haben gesagt, das Fischer ist eine Art Religion auch bei dieser ganzen Diskussion. Ich möchte Ihnen jemanden vorstellen. Ich möchte Ihnen allen jemanden vorstellen, der nebendran sitzt, der auch 16 ist, der aber nicht mitmacht an diesen Klimademos, der KV-Lehrling ist auf einer Bank. Lucian Schneider aus Willisau. Jawohl. Guten Abend. Guten Abend. Warum machen Sie nicht mit am Freitag Amix? Die Überlegungen like. Ich gehe jetzt mal auf das ein, dass 2030, 2050, was heisst das überhaupt? Netto null. Das heisst fertig Auto, fertig fliegen. Da können die Ferien auch vergessen. Das heisst auch fertig Ölheizung, alle, die Häuser haben. Oder? Das heisst eigentlich das. Und das wollen wir nicht. Und dort dagegen müssen wir ankämpfen, oder? Und ich bin Mitglied bei der jungen SVP und für das stehen wir. Uns ist die Umwelt wichtig. Und genau darum hat die junge SVP als grünes Logo, das ist ja ganz klar. Aber mich interessiert Ihre Meinung als 16-Jährige, als Jugendliche, die sagt, ich mache da nicht mit. Wie kommt das bei Ihnen an, Frau Bühler? Es überrascht mich, dass du nicht besorgt bist um deine Zukunft, weil schließlich ist unsere Generation, die direkt betroffen ist.
Und Netto Null heisst nicht, dass wir gar nicht mehr emittieren können. Netto Null heisst einfach, dass wir nur so viel ausstoßen können, wie die Natur auch wieder aufnehmen kann. Und klar, wir müssen das drastisch reduzieren, aber das Klima nicht so ist ein globales Problem, oder? Und wenn wir, Benjamin Fischer hat vorhin gesagt, wir haben ja eigentlich sind wir ein Promille, also ein Tausendstel vom ganzen globalen Ausstoß macht die Schweiz aus. Nein, das kann man sich fragen. Moment, schnell. Vielen Dank. Zwei, ist jetzt mal wichtig sein, zwei 16-Jährige, die es unterschiedlich sehen. Wir haben jetzt viel über Statistiken geredet und darüber, soll jetzt die Schweiz im Kampf gegen den Klimawandel eine Vorreiterrolle übernehmen oder überschätzt sie ihren Einfluss masslos? Darüber möchte ich mit euch reden. Und eben, Frau Janssen, der Herr Fischer hat es gesagt, die Schweiz ist nur für einen Bruchteil vom weltweiten CO2-Ausstoss aus Brennstoffverbrennung verantwortlich. So sieht die Grafik aus. Und wir jetzt genug darüber geredet haben, da sehen wir sie auch. 0,12%. Warum soll die Schweiz mehr Verantwortung übernehmen als China oder Indien? Also, es ist so. Ich finde das ziemlich heuchlerisch, wenn man hier ansteht. In der Schweiz lebt in einem der Länder, der am meisten auf Kosten von anderen Ländern und vom globalen Süden lebt und sagt, wir müssen nichts machen, die anderen sollen doch. Wenn das alle sagen, dann haben wir die Klimakatastrophe auch in 50 Jahren noch nicht gelöst. Und es ist wichtig, dass wir heute anfangen. Die Zeit rennt uns davon. Und ich möchte einfach auch noch schnell etwas sagen zu dieser ganzen Diskussion, dass wir es nicht können schaffen bis 2030. Die Frage beim Klimawandel, wie wir das aufhalten können, ist nicht eine Frage von der technischen Machbarkeit. Die technischen Lösungen und die politischen Lösungen die liegen auf dem Tisch oder sie werden heute entwickelt. Es ist eine soziale Frage. Es ist, wir können den Klimawandel nicht aufhalten, wenn wir die Verantwortung einfach allein auf die Menschen schieben, die aufs Auto angewiesen sind, um zu arbeiten. Aber Sie sagen ja auch ethisch-moralische Verantwortung, wenn wir den Klimawandel aufhalten wollen, dann müssen wir die Menschen mitnehmen. Dann müssen wir einen sozialen Ausgleich schaffen. Aber der Herr Fischer kommt nicht mit auf dem Weg, oder? Sie sehen die ethisch-moralische Verantwortung für die Schweiz nicht. Doch, selbstverständlich haben wir auch eine ethisch-moralische Verantwortung. Und die nehmen wir auch wahr. Die nehmen wir auch wahr. Und es stört mich immer eben also die Rhetorik, ja, wir müssen jetzt dann einmal anfangen und so weiter. Hey, habt ihr geschlafen? Es ist wahnsinnig viel passiert. Und es passiert so viel in der Wirtschaft. Und gerade eben, was die technologische Entwicklung betrifft, ist die Schweiz zuvorderst vorne dabei, auch mit der Grundlagenforschung, ja, mit der ETH. Was auch passiert, und auch in unseren Unternehmen. Schweiz 22 Mal so viele Emissionen im Ausland verursacht, wie tatsächlich in der Schweiz verursacht werden. Und das müssen wir ändern. Es ist doch scheinheilig, wenn man sagt, wir in der Schweiz produzieren gar nicht so viel und der Finanzplatz Schweiz so viele dreckige Industrien unterstützt und wir einfach die Hände in den Schoss legen und nichts machen. Also ich glaube, die Zuschauerinnen und Zuschauer erwarten von so jungen Politikern und Politikern, dass wir irgendwo durch Lösungen erarbeiten. Und ich höre rechts von mir quasi das Finger zeigen auf die ausländischen Staaten, die sicher auch ihre Verantwortung wahrnehmen. Und links von mir höre ich das Finger zeigen auf die Reichen und auf die Bösen. Und ich finde, das ist beides falsch. Oder? Wir müssen, Nachhaltigkeit hat für mich, Schweiz Triangel hat drei gleich lange Gegenstände. Das ist die Wirtschaft, das ist die Gesellschaft und das ist die Umwelt. Und wir können nicht Massnahmen ergreifen, wo die Wirtschaft halbiert, die Wirtschaftsleistung. Wir können nicht Massnahmen ergreifen wie Verbot für die ganze Gesellschaft. Und wir können nicht Massnahmen ergreifen, die der Umwelt schadet. Und ich glaube, das muss zentral an einer liberalen Umweltpolitik ist das Zentrale, dass wir sagen, wir wollen Massnahmen ergreifen, die der Mensch sehr einfach kann eben klimapolitisch etwas bewirken. Also wir konkrete, konstruktive Lösungen, also ich bringe einen Vorschlag. Das Beispiel. Wir haben diese Woche im Stadtzürcher Parlament, durch Teile von eine Klimadebatte gehabt. 10 Stunden lang ist sie gegangen. Die Hälfte der Vorstösse sind vom Freising gekommen. Sehr viel Entbürokratisierung. Die SVP hat alles abgelehnt. Und von der Klimajugend ist nicht mehr als 5 Leute auf der Tribüne gewesen. Da muss ich auch sagen, es tut mir leid. Ich schätze unser Engagement enorm. Und als Junge muss ich sagen, hey, so cool, wenn andere Junge sich auch für Politik interessieren. Aber es geht nur im Dialog. Es kann nicht sein, dass wir jedes Mal, wenn wir in den Ratssaal gehen, quasi angeschrien werden, was wir, Entschuldigung fürs Wort, für Double sind als Politiker, unsere Verantwortung nicht wahrnehmen. Dann machen wir eine 10-stündige Klimadebatte und bemühen uns wirklich darum, die Stadt Zürich und der Ständerat hat sich diese Woche auch darum bemüht, etwas zu machen.
Und dann kommt niemand und los zu und macht auch mit. Und da finde ich, das finde ich, die Bereitschaft der Jugendlichen muss auch mehr kommen, um zu sagen, hey, wir wollen mit der Politik Lösungen entwickeln und nicht gegen die Politik. Also mit der Politik, aber wir müssen vor allem auch untereinander Lösungen entwickeln, zum Beispiel zusammen mit der CVP. Sind Sie mit an Bord? Ja, sicher. Also ich finde, etwas, was jetzt aktuell in der Debatte immer ein bisschen untergeht, ist, den Leuten auch die Alternative aufzuzeigen. Man sagt jetzt, wir wollen Besteuerungen einführen, wir wollen Klima schützendes Verhalten auch fördern. Aber mir fällt es häufig auf im Diskurs mit der Bevölkerung, dass viele sich gar nicht bewusst sind, wie viel sie der Umwelt schaden mit welcher Haltung. Und ich glaube, da müssen wir vor allem ansetzen und Lösungen aufzeigen und eben auch Alternativen bieten. Wenn man jetzt sagt, es muss die Kostenwahrheit da sein, das stimmt mir ganz klar dafür ein. Es muss gezeigt werden, welches Verhalten was auslöst. Aber es müssen auch Alternativen da sein und die fehlen aus meiner Sicht momentan noch zu wenig. Keine Alternative gibt es bei diesen Karten. Entweder müssen Sie die blau oder die rot aufheben, und zwar bei dieser Frage. Hat die Schweiz mehr Verantwortung als andere Länder, sich gegen den Klimawandel einzusetzen? Mehr Verantwortung, blau für ja, blau, blau, blau. Durchs Band, all zusammen. Die Jungen in der Politik sagen, die Schweiz hat mehr Verantwortung. Herr Silberschmidt, ich muss mit Ihnen reden. Der gleiche. Bei der gleichen Abstimmung, die wir gemacht haben, in der Klimawahlarena, hat der Fraktionschef der FDP, der Beat Walti, was hat er gemacht? Ich zeige es Ihnen schnell. Auf die gleiche Frage hat er die rote Karte gezückt. Jetzt muss ich dich noch mal anfragen, wegen dem Grünen in der Partei. Ist er jetzt lindgrün, blassgrün und Sie sind vollgrün, oder wie ist jetzt das? Nochmal, ich glaube, an der Partei kann man am besten an den Taten messen. Positionspapier schreiben und Medienmitteilungen schreiben, das hat man schnell gemacht. Aber die Taten, die effektiv gesetzt werden, das hat wirklich das hat auch Konsequenzen. Und die FDP hat im Ständerat eigentlich die Mehrheiten geschaffen, ein Gesetz gemacht, wo außer jemand von der SVP gar niemand mehr dagegen war. Und so schnell sind Sie weg von dieser roten Karte von Herrn Walti. Schauen Sie, das Zentrale vom liberalen Denken ist Eigenverantwortung und Freiheit. Wir sind nicht die, die sagen, man soll leben und Halligalli und lustig und unsere Nachkommen sollen dann dafür zahlen, sondern die Verantwortung ist ein Bestandteil der Freiheit. Es geht nur beides miteinander. Und darum stehen wir dafür ein, dass die Kosten, die wir als Menschen verursachen, für die müssen wir gerade stehen. Es ist wie beim Güssel. Wenn ich mehr Güssel verursache, dann zahle ich auch mehr für die Abfallmarken, als mein Nachbar vielleicht weniger Güssel verursachen. Ich möchte über die einzelnen Massnahmen reden. Und die haben weniger mit dem Güssel zu tun, sondern ganz konkret, was jetzt auch diese Woche passiert ist im Ständerat. Ab wann würden Sie nicht mehr ins Auto steigen, wenn der Benzinpreis wie hoch ist? Pro Liter 12 Rappen, wie das der Ständerat gesagt hat, oder 50 Rappen, wie das die Grünen sagen. Und ab wann würden Sie nicht mehr ins Flugzeug steigen? Wegen einer Flugticketabgabe, die zwischen 30 und 120 Franken soll sein? Ja, wann passiert da wirklich etwas? Frau Janssen, die SP-Nationalrätin Edith Graf Litscher hat mir in der gleichen Sendung, Wahlarena, zum Thema Klima gesagt, wer fliegt, ist kein Verbrecher. Also man geht mit der Verteufelung dieser Fliegerei zu weit. Ich möchte Ihnen das schnell vorspielen. Ich finde es einfach gefährlich, wenn man jede Person, die in einem Flüger einsteigt, das halbe Verbrecher anschaut. Ja. Kein Verbrecher. Sie aber, Frau Janssen, wollen eigentlich allen ein schlechtes Gewissen machen, die in einem Flüger einsteigen. Nein, das ist überhaupt nicht so. Also wir als User stehen ein, dass man gesamtgesellschaftliche und politische Lösungen entwickelt. Es bringt nichts, wenn man einfach den Leuten auf individueller Ebene irgendwie ein schlechtes Gewissen gemacht hat. Was wir brauchen, sind strukturelle politische Veränderungen. Und ich finde es schön, hat Herr Silberschmidt dort die Wirtschaft schon angesprochen. Weil bei der Wirtschaft muss sich einiges verändern. Es kann doch nicht, wir können doch Klimakatastrophen nicht aufhalten, solange die wenigen Privilegierten, die heute über die Wirtschaft bestimmen, davon profitieren, dass die Umwelt ausgebeutet wird. Können wir noch bei der Flugticketabgabe bleiben, bitte? Habe ich richtig verstanden, Frau Janssen? Die JUSO sagt am heutigen Abend, Flüge ist gar nicht so schlimm. Nein, das haben Sie natürlich nicht richtig verstanden. Es ist so, dass ich es sehr wohl gut finde, wenn man schaut und möglichst wenig fliegt. Auch weil man beim Fliegen muss sehen, dass die absolute Mehrheit der Weltbevölkerung nie die Chance hat, zu fliegen. Darum ist Fliegen sehr wohl etwas, ein Privileg, das wir uns hier rausnehmen. Aber ich glaube nicht, dass es etwas bringt, wenn wir den Leuten einfach individuell sagen, flieg mal weniger. Sondern auch beim Fliegen braucht es griffige Regulierungen. Man könnte zum Beispiel sagen, man verbietet Inlandflüge und Kurzstreckenflüge und führt eine hohe Flugticketabgabe ein. Das fände ich etwas, was... Der Lucian Franzini von den Jungen Grünen will ja das abschaffen, oder? Die Inlandflüge. Definitiv. Es gibt absolut keinen Grund, dass man in der Schweiz mit einem Flugzeug
von Genf auf Zürich gehen muss. Da haben wir in der Schweiz ein sehr gutes Zugsnetz und natürlich auch in ganz Europa. Oder? In Europa China können wir reden von der Europaflüge, die sie am liebsten möchten abschaffen. Genau, definitiv. Das ist so. Weil in China hat man zum Beispiel Strecken, wo man in 8 Stunden mit dem Zug zurücklegt, wo man in Europa 30 Stunden dafür braucht. Unser Bahnnetz ist noch 20, 30 Jahre veraltet, weil einfach das Fliegen, Ryanair, EasyJet, all die Unternehmen einfach viel zu günstig ist. Aber zum Teil hat man auch die Züge nicht, die dann in die Städte fahren, wo man eigentlich möchte. Das Problem ist, ja nicht das Fliegen per se ist das Problem, sondern was ist der Treibstoff? Und es muss doch unsere Ambition sein, dass wir so um die Welt umeinander fliegen können, ohne am Klima zu schaden, sondern dass es irgendwann mal CO2-neutral möglich ist. Und ich muss schon staunen, wie der Ronja Janssen bei ihr, es geht gar nicht ums Klima, sondern es geht um Ideologie. Also sie argumentiert so, dass sie sagt, weil das Fliegen ein Privileg ist, ist das schlecht. Sie sagt nicht, weil das Fliegen die Umwelt belastet tut. Also, wenn es kein Privileg wäre, dann wäre es wieder in Ordnung. Und da finde ich, müssen wir schon wirklich beim Thema bleiben. Es geht um den Klimaschutz. Und der Klimaschutz ist nicht eine Ideologie, sondern das ist eine Vernunft. Und die eigene Ideologie höher stellen als der Schutz vom Klima, gerade wenn man eine Ideologie hat vom totalitären System, wo in Osteuropa im 20. Jahrhundert und in Lateinamerika im 21. Jahrhundert für so viele Umweltkatastrophen verantwortlich ist, muss ich sagen, ist der einzige Weg eine Marktwirtschaft, die auf Eigenverantwortung und auf Verursachergerechtigkeit... Also der Sozialismus ist mitschuld, der Sozialismus ist mitschuld am Klimawandel. Muss ich jetzt antworten. Da werden mir einfach irgendwelche Sachen an den Kopf geworfen. Ich will nicht irgendwie zurück in die Sowjetunion oder irgendetwas. Und das, was Sie Vernunft nennen, Herr Silberschmidt, das, was Sie Vernunft nennen, das ist das, was uns heute in die Krise geführt hat. Das Plädieren an die Eigenverantwortung, das Verzichten auf jegliche Regulierungen, also, der unregulierte Finanzmarkt. Der Ständerat hat alles anderes bestimmt als Verzicht auf jede Regulierung. Es tut mir leid. Der FDP... Es langt nicht, Herr Silberschmidt. Also, es langt für zumindest nicht den 0,2050, sagt der Bundesrat. Vielleicht wissen die jungen Grünen besser wie der Bundesrat. Sie reden konkret jetzt von dieser Flugticketabgabe oder zum Beispiel. Aber die Frage ist doch, ist das wirklich eine griffige Massnahme oder nicht? Herr Bünter, am Schluss weichen doch die Leute einfach auf andere Flughäfen aus, auf München oder auf Mühlhaus. Ich denke nicht. Ich denke, dort ist wirklich der Punkt, dass halt den Leuten auch mal Alternativen geboten werden. Und da sind wir auf gutem Weg. Auch die SBB hat gesagt, sie will die Nachtzüge wieder einführen, wo wir uns sehr stark dafür eingesetzt haben von der CVP. Und das ist schlussendlich wichtig. Sobald man Alternativen hat und die auch kosten, günstig sind, wo man kann sagen, die kann ich wahrnehmen, dann nachher ist das durchaus auch für den Nutzer eine andere Möglichkeit und dann wird die auch genutzt. Sie haben vorher, Herr Silberschmidt, Frau Janssen, Ideologie vorgeworfen. Jetzt muss ich Sie aber auch fragen, wenn Sie jetzt wirklich noch ein strammer Liberaler wären, dann müssen Sie sagen, nein, Abgaben, nein, danke, machen wir nicht mit. Ja, das stimmt doch nicht. Als Liberale, wenn wir ja Verantwortung stärken, das heisst, wenn ich nicht verantwortlich bin für das, was ich verursache, dann hat das nichts mit Liberalismus zu tun. Und das ist dann eine kollektive Verantwortung, dann schiebe ich es einfach am anderen in die Schuld. Und darum ist es für mich eine Selbstverständlichkeit, als Liberale und als Freisinnige, dass wir in der Schweiz Verantwortung wahrnehmen müssen, dass wir in der Schweiz für die Kosten aufkommen, die wir verursachen, aber noch besser, dass wir in der Schweiz Innovationen entwickeln, an der ETH, an der EPFL, Unis, Fachhochschulen, wo wir in die Welt exportieren können. Weil mit dem haben wir eine riesige Hebelwirkung. Und darum ist es eben wichtig, dass man es mit der Wirtschaft macht, mit den Start-ups. Dass die Start-ups in die Welt exportieren können. Und so können wir auch noch über unsere Grenzen hinweg wirken. Sie haben eigentlich gesagt, das Verursacherprinzip, das wir anwenden müssen. Also den Schaden, den wir sozusagen anrichten, den soll man dann auch aufräumen. Eine Treibstoffabgabe, nebenan Herr Fischer. Also jetzt reden wir von diesen 12 Rappen. Das klingt doch eigentlich logisch, Verursacherprinzip. Die es anrichten, sollen es nachher auch ausbaden. Ich habe jetzt sehr aufmerksam zugehört. Und wenn Ronja Janssen sagt, man muss strukturelle politische Massnahmen bringen, dann meint sie damit Umerziehung von der Bevölkerung und Bevormundung. Und das ist jetzt genau so ein Gesetz, wo die ersten Schritte dazu sind. Der Autofahrer wird heute schon extrem stark belastet und man will ihn jetzt noch stärker belasten. Man schafft damit eigentlich eine Zweiklassengesellschaft zwischen denen, die auch wirklich aufs Auto angewiesen sind, in den ländlichen Regionen, auch das Gewerbe. Ich meine, ich will dann mal sehen, wie die Gewerbetreibenden auch in der Stadt dann die ganzen Farbkübel und Dachlatten ins Tram verladen. Und das ist einfach, und auch beim Heizöl, oder? Die Mieter, die noch Ölheizung haben, die werden einfach dann massiv stark belastet und das Ganze wird dann wiederum umverteilt für die, die eben gerade das Tram vor der Haustür haben. Also jetzt im Minitram mit der Dachlatte, das funktioniert nicht. Also, wir müssen es halt mal durchdeklinieren. Aber ich wollte noch kurz sagen, der andere hat es natürlich auch schon anders stehen. Also die FDP hat vor einem Jahr
noch eine andere Position gehabt und hat noch eine viel liberalere Politik vertreten. Und jetzt geht es kurz auf die Wahlen. Jetzt ist die ganze Klimascheiße. Und jetzt sind wir plötzlich da bei dieser Umverteilungspolitik dabei. Also, ich meine, man kann auch deinen Smart-Spider mal anschauen, noch vor eineinhalb Jahren. Du bist ja als stramm radikalliberal eigentlich gewählt worden, als jungfräsiniger Präsident. Es sieht jetzt anders aus beim anderen. Aber das musst du deinen Leuten erklären. Dort ist es eigentlich glaubwürdig, weil die haben schon immer gesagt, sie wollen den Kapitalismus überwinden. Und um das geht es eigentlich. Das sieht man in den Klimademos. Dann heisst System Change, not Climate Change. Oder? Es ist ein Angriff auf unser marktwirtschaftliches System, das eigentlich Grundvoraussetzung für unseren Wohlstand und für den Fortschritt der Menschheit ist. Und ich sage, es gibt Lösungen für all die Probleme, und die sind in der Marktwirtschaft, die sind in der Forschung, die sind in der Innovation. Und da sind wir euch einig, wenn es um Innovationen geht. Ich möchte noch den Tobias Vögli hinsehen, schon lange, der juckt schon lange. Warum? Sehr fest, sehr fest. Also mir stört extrem grundsätzlich vielleicht. Wir haben ein Problem. Das Haus, das brennt. Und irgendwie die Rechte, die will verhindern, dass die Feuerwehrleute zu diesem Haus herkommen, gehen löschen. Und die Linke, die will am liebsten das Haus abreißen, mit den Leuten mit drinnen, das politische System umstürzen. Und was mich dort ein bisschen stört, ist so ein bisschen, beide sind extrem ideologieversessen. Und ich gebe Benny Fischer recht, wenn er sagt, dass die USO das jetzt missbraucht, für sozialistische Debatten zu führen. Aber die junge SVP ist auch nicht besser, weil sie sagt, wir wollen keine Abgaben, wir lehnen jegliche Abgabe ab und wir wollen das Auto verbieten, wir sind eine Religion und wir sind ein Sektenführer. Das stimmt einfach nicht. Wir können selbstverständlich... Nein, du nicht. Du bist sicher kein Sektenführer. Ich bin sehr glücklich. Im Rennen bin ich Präsident von einer grünen Partei. Wir sagen damit nur, du kannst so viele Abgaben machen, wie du willst. Du kannst das Auto verbieten. Es bringt nichts in der Schweiz. Wir wollen ja das Auto nicht verbieten. Das ist völlig nicht richtig. Das ist faktenwidrig. Wir wollen das Auto nicht verbieten. Wir wollen alternative Antriebsformen stärken und externe Kosten internalisieren, ist angetönt worden. Der Kosten verursacht, der soll die Kosten auch zahlen. Wenn du eine Vase abschießt, dann bin ich nicht bereit, die Hälfte von dieser Vase zu zahlen, sondern du musst die Vase zahlen. Und genau das Gleiche müssen wir im Klima, der Klimapolitik machen. Und selbstverständlich müssen wir dann noch das Benzin verteuern, weil aktuell ist der Benzinpreis nicht genug hoch. Es sind nicht alle Kosten, die das Benzin oder beziehungsweise zur Brennung von dem Treibstoff verursacht. Fragen Sie mal jemanden, der neben draussen wohnt und aufs Alltag, wie sich über den Benzin bleiben wir doch beim Beispiel von der Vase. Herr Seibert von der jungen EVP, Entschuldigung. Ich komme auch vom Land aus. Also darum... Wer soll jetzt die Vase zahlen? Wer soll in die Pflicht genommen werden, wenn die runterfällt? Ganz klar der, was verursacht. Also, wenn ich in die Party gehe und nachher heimgehe, dann räume ich doch auch meinen Platz auf. Egal, ob mein Nachbar aufräumt oder nicht. Also, das ist zu viel zur Verantwortung für die Schweiz zu sagen. Wir haben eine Verantwortung als Reichsland. Und dann geht es noch einen Schritt weiter. Du redest von der Bevormundung der Leute. Das Problem ist, in der Schweiz gibt es schon sehr viele Leute, die etwas tun, zum klimafreundlicher Leben. Wenn jetzt die Wirtschaft und die Politik dort noch mithelfen, zum Beispiel das, was ihr auch vorgeschlagen habt, in den Läden klimafreundliche Produkte anbieten, dann wird das Engagement noch viel wirkungsvoller. Oder gibt es noch eine zweite Kategorie von Leuten? Und das sind die Leute, die etwas machen, wenn es sich lohnt, wenn also die Anreize richtig gesetzt werden, dass sie klimafreundlich sind. Und da kommen wir zum ÖV auf dem Land. Wenn wir den ÖV nur in der Stadt ausbauen und die Leute auf dem Land aufs Auto angewiesen sind, dann können wir diesen Leuten den Benzin die richtigen Anreize setzen. Ich möchte einen Anreiz setzen. Nein, muss schnell, weil wir müssen nachher abstimmen. Ich möchte schnell den Herrn Zuberbühler noch mal an Bord holen von der jungen BDP. Ja, schlussendlich, ich kann eigentlich Muriel nur zustimmen. Es geht für mich so nach dem Motto, auf was fundiert eigentlich die Wirtschaft. Es geht eigentlich immer darum, es geht um Angebot und Nachfrage. Je nachdem geht es immer darum, wenn man irgendetwas anbietet, wird es auch genutzt. Wenn eine Alternative angeboten wird, dann wird die genutzt. Wenn die Alternative noch nicht da ist, aber die Nachfrage nach der Alternative steigt, dann wird die Alternative immer schneller dementsprechend angeboten werden. Dementsprechend muss man nicht nur bei der Wirtschaft ansetzen und der Tier sagen, es muss etwas gehen, sondern man muss auch Privat ansetzen. Anfangen. Flugticketabgabe und Treibstoffabgabe. Ich möchte die Abstimmung noch schnell durchführen. Ordnungsantrag. Farbbekennen ist eine Flugticketabgabe zwischen 30 und 120 Franken zu tief. Ist das zu tief? Also, wenn man lenken will, ist es sicher zu tief. Aber jeder von Lenkungsabgaben. Lenken wirst du mit dem immer nicht. Herr Janssen, Sie sagen, das ist zu tief. Wie viel darf es denn sein, dass sich das auch noch der Bützer leisten kann, der dann vielleicht auch die SP wählt? Also ich kann hier keine ganz genaue Zahl nennen. Ich glaube, das doppelt kann man so viel auch nicht.
Ich glaube, ich kann nicht eine genaue Zahl nennen. Aber was ich doch noch will sagen, ich bin jetzt zweimal angegriffen worden und ich möchte speziell auf den Herrn Fischer eingehen. Ich finde es schon recht zynisch, wie sie jetzt so tun, als würde es ihnen um die Bützer gehen, die sich noch das Benzin nicht mehr leisten können. Oh, es geht um die Bützer, natürlich. Schauen Sie, Herr Fischer, Bützer wählen auch SVP. Gestern, die wählen nicht mehr SVP, gestern die SVP Steuergeschenk von 300 Millionen an die Reichsten in diesem Land. Sie sind dafür verantwortlich, dass Prämienverbilligungen gesenkt werden. Und sie haben die politische Mehrheit und sie kommen hierher und erzählen uns, sie haben Angst, es gibt keinen sozialen Ausgleich. Wenn sie sozialen Ausgleich wollen, dann schaffen sie mit uns mit. Dann helfen sie mit, dass es sozialen Ausgleich gibt. Das, was sie hier machen, ist scheinheilig. Weil sie zwei haben nämlich zusammen die Mehrheit in diesem Land. Und ich bin absolut dabei. Ich bin absolut dabei, wenn wir sozialen Ausgleich schaffen. Ich glaube, das ist wichtig. Aber kommen sie nicht hierher und tun sie so, als würde ihnen das am Herzen liegen. Von Steuern entlastet werden, aber das ist jetzt wirklich nicht das Thema da, aber das ist okay. Die Prämienverbilligung, die steigt und steigt und steigt. Wir zahlen im Kanton Zürich das erste Mal, dass er über 1 Milliard Prämienverbilligung. Klima. Ich möchte etwas sagen zu der Lenkungsabgabe, oder? Ronny Allianz hat natürlich recht. Wenn man von Lenkungsabgabe redet, dann ist das natürlich viel zu tief. Ich meine, eine Familie, die vielleicht eine vierköpfige Familie, die sich auch einmal alle zwei Jahre mal die Ferien leisten kann, ja, die belastet das richtig. Denen tut das weh. Nein, aber die Parlamentarier, die 120.000 im Jahr verdienen, denen ist das gleich. Ob jetzt da ein bisschen mehr, 100 Stutz mehr für den Flug zahlst oder nicht. Es wird kein Flugzeug weniger fliegen wegen dieser Abgabe. Kein einziges. Das hat eben auch mit dem Pricing-Modell zu tun. Die Flüge planen, die Airlines planen ihre Flüge und dann müssen sie die füllen. Und die ganz günstigen Tickets, das sind dann gesagt, die Lockvogel-Angebote. Ich möchte da wirklich an diesem Punkt. Ich möchte einen Schritt weiter gehen. Ich möchte weniger, wenn du jetzt 50 oder 100 Stutz mehr zahlst. Ist angekommen, fliegt keiner weniger. Du musst eben beim Finanzplatz, der Finanzplatz, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie merken, das geht mindestens so hektisch zu und her wie bei den sogenannten arrivierten Politikerinnen und Politikern im Bundeshaus, auch da bei den Präsidentinnen und Präsidenten der Jungparteien. Der Motor der Schweizer Wirtschaft ist der Finanzplatz. Und in unser Geld fließt nicht nur in unser Land fließt nicht nur Geld aus Geschäften, die nicht nachhaltig sind, sondern es wird auch in Geschäfte investiert, die nicht klimaneutral sind. Wie die Finanzflüsse genau aussehen, das zeigen wir Ihnen jetzt. Eine reiche Ausländerin legt ihr Geld in der Schweiz an. Viele Reiche auf der ganzen Welt tun es ihr gleich. Rund 2.300 Milliarden Franken an ausländischen Vermögen wurden 2018 in der Schweiz von Banken und Pensionskassen verwaltet. Unser Land liegt damit an der Spitze bei der internationalen Vermögensverwaltung. Dieses Geld fließt über Schweizer Banken auch an Unternehmen. Etwa an Kohlekraftwerke. Für Kritiker ist klar, der Schweizer Finanzplatz trägt zur Erderwärmung bei und muss in die Pflicht genommen werden. Aber wären wir dann noch wettbewerbsfähig? Herr Janssen, Sie wollen ja nicht nur Banken verstaatlichen, sondern gerade den ganzen Finanzplatz kaputt machen und damit unseren Wohlstand gefährden. Ja, so würde ich es nicht sehen. Ich glaube, das ist eigentlich ein verhältnismäßig pragmatischer Ansatz. Die Klimakrise ist die dringlichste Krise, die vor uns steht. Und wir müssen Veränderungen vornehmen. Und was der Finanzplatz Schweiz anrichtet auf der Welt, das ist einfach haarsträubend. Im Ausland werden 22 Mal so viele Emissionen verursacht durch Emissionen aus der Schweiz, wie tatsächlich in der Schweiz selber produziert werden. Das ist jenseits von Gut und Böse. Sie sagen, man muss den Banker auf die Finger schauen. André Silberschmidt ist so einer. Macht doch Sinn, dass man da genauer anschaut, was er da wirklich macht und dass man euch auf den Kurs bringt, der eben getreu im FDP-Motto einen neuen, wirklich dann den Umweltschutz auch berücksichtigt. Ja, ich sehe Banken als Teil der Lösung, nicht als Teil des Problems. Man muss sehen, dass es sehr eine grosse Verantwortung ist, die wir in der Schweiz haben. Und ich bin froh, haben wir so einen starken Finanzplatz. Darum wollte ich den nicht kaputt machen. Weil nur wenn wir den starken Finanzplatz haben, können wir auch mit dem Finanzplatz zusammen in die klimaneutrale Zukunft gehen. Es ist sehr einfach heutzutage, gerade in der Vermögensverwaltung, CO2-Emissionen der Investitionen massiv zu reduzieren, ohne dass man da gross weniger Rendite erwirtschaftet. In Zukunft wird man sogar mehr Renditen erwirtschaften, wenn man auf CO2-Emissionen verzichtet. Weil wenn CO2 einen Preis hat, investiert niemand mehr in Kohlekraftwerke. Also ist es ein Businessmodell eigentlich, also in dem Sinne, es läuft schon, Frau Janssen, es läuft schon. Ja, also
wenn es läuft, dann läuft es offensichtlich viel, viel zu langsam. Nein, eben, es sind immer noch 22 Mal so viele Emissionen, die im Ausland verursacht werden, wie hier in der Schweiz. Ja, aber hast du mal mit der Bank, mit einem Vermögensverwalter geredet, was die heute schon machen? Ja oder nein? Ich habe persönlich nicht mehr Vermögensverwalter. Also, dann ist doch falsch, wenn man diesen Vorurteil in Es geht wirklich nicht um Vorurteile, sondern es geht um auf Zahlen, die schwarz und weiß dastehen. Es geht darum, dass unsere Pensionskasse zum Beispiel heute auf einem 4-Grad-Pfad sind. Das ist zu viel. Ja, aber die Frage ist doch, was ist am passieren? Und jede Ausschreibung von jeder Pensionskasse für ein Vermögensverwaltungsmandat hat heute einen Stempel Nachhaltigkeit drauf. Und das ist richtig so. Und jede Firma hat auch einen schönen Nachhaltigkeitsbericht unterdessen. Ich sage nicht, dass wir nichts brauchen, wir brauchen mehr Transparenz. Also Sie sagen, es läuft schon etwas, es geht in die richtige Richtung. Sie sagen, es geht zu wenig schnell. Frau Bünter, wo schliessen Sie sich an? Ja, sage ich, schließe mich beim Herrn Silberschmidt an. Ich finde, es ist ganz klar, es muss Transparenz da sein, aber es ist auch klar, dass gewisse Änderungen passieren müssen, aber die sind zu einem grossen Teil im Anlauf, sie werden umgesetzt. Und das Wichtige ist einfach zu sehen, dass auch genau der Finanzmarkt Innovation kann fördern mit Kapital. Und schlussendlich können wir als ein wirklich sehr hochstehender Bildungsstandort Wissen weitervermitteln. Und genau dort sehe ich auch die Rolle der Schweiz. Und wir können weltweit etwas bewegen, wenn wir Innovation fördern. Und dafür braucht es Ressourcen. Und wenn wir die jetzt einfach im Grunde zerstören, dann können wir keinen Beitrag mehr leisten. Also ich verstehe den Plan von der jungen CVP, von der JUSO, von der Jungfreisinnigen. Jung SVP hat auch einen Plan, Herr Fischer. Sie sagen einfach nein. Nein, das stimmt nicht. Ich kann mich diesen Worten wirklich anschliessen. Ich meine, es ist tatsächlich so, es gibt den grossen Trend eben zu den nachhaltigen Investments. Da läuft extrem viel. Das ist auch richtig und gut so. Die Schweiz ist in vielen Bereichen immer auch eine Vorreiterrolle eingenommen. Und wenn man das jetzt einfach alles zusammenschlägt, dann ist es ja nicht so, dass dann plötzlich die Nachfrage nicht mehr da wäre, in Kohlekraftwerke zu investieren, sondern macht es einfach jemand anderes. Und ich meine, der Grund, warum wird denn überhaupt Kohlekraftwerke gebaut? Warum gibt es denn die Kohlekraft, zum Beispiel in Deutschland, hat die so einen höheren Stellenwert, weil man sagt, ja, man muss überall Atomkraftwerke abschalten. Das ist dann ein anderer Punkt. Ich meine, man will aus der Atomkraft aussteigen, aber gleichzeitig müssen wir irgendwo ja unseren Energiebedarf decken. Das müssen andere Länder auch. Und die bauen entweder Atomkraftwerke oder Kohlekraft. Also, weil eben die schönen Erneuerbaren leider noch nicht lange reden über den Finanzplatz und Banken. Sie doch. Ja, aber der Finanzplatz, der finanziert das, was das Bedürfnis da ist, offensichtlich, oder? Ist die Nachfrage da? Wird die Energiequelle nach wie vor gebraucht, oder? Ich wollte ja nur sagen, wir haben jemanden da. Gut. Was Sie wissen auch. Gleich orientiert ist wie Sie, aber auf einer Bank arbeiten, KV-Lehre machen. Aber müsst ihr dann nicht euch genauer auf die Finger schauen? Ich kann mich ganz kurz nur dem Benny Fischer anschliessen. Wir müssen mehr Innovation bringen, das bringt viel mehr. Und einfach nur so Treibstoffabgabe. Es wird niemand weniger Auto fahren wegen dem. Das nimmt einfach nur im Mittelstand mehr Geld weg, schlicht und weg. Und mit Forschung meine ich ganz konkret jetzt zum Beispiel in der ETH Zürich. Die könnte Innovation bringen, was dann der Finanzplatz Schweiz anschließend könnte stärken. Und was schlicht und gut. Frau Bühler, aber darüber überzeugen Sie nicht. Nein, wir brauchen ganz klar beim Finanzplatz Schweiz, wir brauchen Transparenz, wir brauchen Netto Null, auch am Finanzplatz. Wir brauchen von allen Finanzinstituten in der Schweiz einen Plan, in was sie investieren, sodass das auch zukunftsgerecht ist. Vielen Dank. Sollen Banken und Pensionskassen, hören Sie bitte genau an, weil Sie müssen nämlich mit der Karte jetzt reagieren, sollen die also nur noch in nachhaltige Produkte investieren dürfen? Ab wenn? Also nachhaltig ist ja wirtschaftlich, sozial und umweltschonend. Es passiert das, was manchmal mit den arrivierten Politikern und Politikern auch passiert. Man versucht, die Fragestellung vom Moderator zu korrigieren. Es wird wieder von einem staatlichen Vorschrift, der sagt, ihr dürft nur noch das. Richtig, genau. Ein staatlicher Vorschrift, der sagt, was nachhaltig ist. Aber schon wichtig zu sagen, oder? Ich bin der Meinung, wie ich schon vorher gesagt habe, wir haben rechtsstaatliche Prinzipien hier in diesem Land, wir haben demokratische Prinzipien. Und wenn dieser Prozess da läuft, dann klar meine ich ja. Wenn man sagt, morgen führen wir das ein, einfach so, irgendwie Banken verstaatlichen etc., bin ich ganz klar auf der Nein-Seite. Bist du jetzt dafür oder dagegen, dass der Staat das einführt? Genau. Also Farben können jetzt bitte. Es ist ein demokratischer Entscheid geben, der dann sagt, also jetzt sind Sie auch am Bord und sind dabei. Und auf dieser Seite noch mal schnell, für alle Kameras, damit alles klar ist. Wie sieht es binnen aus?
Es braucht keine staatlichen Vorschriften, wo ich mein Geld investiere. Also, wo kommen wir denn an? Wenn, Ihnen da drin allen würde der Staat sagen, wo Sie Ihre Sparkonten investieren müssen. Ich glaube, es braucht eine gewisse Kontrolle, und die ist auch geschaffen worden, wo man sagt, FINMA sollte bei Finanzflüssen darauf schauen, wie die investiert werden. Das ist sicher ein Eingriff, den ich finde, der ist gerechtfertigt. Aber es muss immer noch eine Unabhängigkeit da sein, schlussendlich. Wir kommen zum zweiten grossen Thema von heute Abend in dieser Arena mit allen Präsidentinnen und Präsidenten der Jungparteien. Wir müssen über die AHV reden. Und bei der AHV da ist ein Seilziehen im Gang, sondergleichen auch unter den Jungparteien, vor allem wenn es ums Rentenalter geht. Schauen Sie mal an, so sieht das aus. Die AHV-Kasse leert sich und muss nachhaltig saniert werden. Das wollen die Jungfreisinnigen anpacken und lancieren eine Initiative. Die junge SVP hat zwar die gleichen Ideen, will bei der Initiative aber nicht mitziehen. Die junge CVP hat noch eine weitere Idee. Eine Schuldenbremse für die AHV. Nur in einem Punkt ziehen sie alle am gleichen Strick. Frauen und Männer sollen gleich lang arbeiten. Dagegen stemmt sich die Jusung. Sie will das Rentenalter auf keinen Fall erhöhen. Weder für Männer noch für Frauen. Herr Janssen, Sie wollen die AHV stärken und die Pensionskasse schwächen, also wieder einmal umverteilen, und Sie nehmen wieder einmal das Juso-Hämmerli für und hauen drauf. Also es ist so, wir wollen tatsächlich die AHV stärken. Die AHV ist der solidarischste und der sicherste Teil der Altersvorsorge. Und wir wollen die AHV stärken, weil es am Ende des Tages einfach der beste Deal ist für normal verdienende Menschen. Wenn ich einen Franken in die AHV investiere, dann kriege ich dort am Ende des Tages einfach mehr Geld zurück, als wenn ich einen Franken in die Pensionskasse investiere. Und das ist eigentlich ein ganz einfacher Grund. 93% von der Lohnabhängigen in der Schweiz profitieren von der AHV. Das ist eine wichtige und gute Institution, die wir unbedingt stärken müssen. Herr Silberschmidt, Sie sind mit 66 zackiger unterwegs wie die Mutterpartei. Sie haben einfach ein grosses Problem. Sie haben alle Jungparteien gegen sich. Was soll der Solo-Lauf aus wahltaktischen Gründen? Ich bin jetzt seit 8 Jahren in der Politik unterwegs als Jungpolitiker. Und in den 8 Jahren haben alle anderen Jungparteien, aber auch Parteien, gesagt, auf Papier geschrieben, wie man die AHV retten können, aber niemand hat Aktion gemacht. Und wir haben vor einem Jahr gesagt, wir nehmen jetzt die Verantwortung wahr und machen einen Vorschlag, wie man die AHV langfristig sichern kann. Weil in 15 Jahren, gemäß Bundesamt für Statistik, hat die AHV kein Geld mehr, um die Rente von meinen Eltern und meinen Grosseltern zu zahlen. Und die Grosseltern und Eltern vor allem da drin. Und darum geben wir jetzt die Verantwortung und sagen, wir haben eine Lösung, Rentenalter 66 und dann Anbindung an die Lebenserwartung. Jetzt, wenn alle anderen Jungparteien sagen, sie haben eine bessere Lösung und sie finden sich zu einer besseren Lösung, dann sind wir die Ersten, die natürlich mitmachen. Also ist ein Wettkampf unter Umgang. Nein, es geht schlussendlich darum, dass wir die Ersten sind, die sagen, wir gehen in die Verantwortung, wir gehen in ein Risiko, wir schlagen etwas vor, das die Rente sichern. Und wenn wir die AV stärken, Ronja Janssen, dann müssen wir schauen, dass ihr Geld nicht ausgeht. Also genau mit unserer Massnahme schauen wir, eben, dass die AV in den nächsten 40 und 80 Jahren noch Renten auszahlen kann. Und ich muss sagen, es ist ganz, ganz unschweizerisch, Problem in dieser Grössenordnung einfach schön zu reden. Wir haben eine demografische Entwicklung, wo einfach unser Sozialversicherungssystem noch nicht mitgemacht haben. Und darum braucht es dringendst, allerdringendst Reformen. Im Gegensatz zum Klima ist das ein Problem, das wir vollkommen in der Schweiz lösen können, miteinander lösen. Frau Janssen von der Juso bringen Sie wahrscheinlich nicht an Bord. Aber Sie haben ja schon mit der CVP ein Problem. Sie haben das Problem hinten mit anderen Jungparteien. Ich möchte antworten auf das, was der Herr Silberschmidt gesagt hat. Wir sind überhaupt nicht am Problem schönreden. Wir sehen durchaus, dass es eine vorübergehende Zusatzfinanzierung braucht für die Babyboomer-Generation. Und auch wir haben Lösungen parat. Aber die Lösungen sind kein Leistungsabbau. Sie sind nicht mehrheitsfähig. Das Volk hat immer Nein gesagt. Ja, aber etwas mehrheitsfähig, also das Volk hat auch Nein gesagt zu einem Rentenalter, Herr Silberschmidt. Herr Silberschmidt. 66 hat man es noch nie gefragt. Mehr Zusatzfinanzierung haben wir gefragt. Das hätten Sie gerne. Aber jetzt muss ich gleich schnell die Loge fragen. Was muss denn passieren, dass Sie da mit sind und nicht sagen, das sei ein Wahlkampf-Gou, den Sie da anstreben? So haben Sie es nämlich formuliert in der Pressemitteilung. Ich finde es so schön, dass er vorhin gesagt hat, dass wir das alle zusammen machen müssen. Und das wäre eigentlich auch die Idee von uns allen. Darum haben wir nicht so alle getroffen, dass wir eigentlich sagen müssen, die AHV ist etwas, das uns alle betrifft.
Und dort dürfen wir eigentlich nicht sagen, wir wollen einfach irgendwie eine Idee verfolgen. Wenn die anderen bei dieser Idee nicht mitmachen, dann machen wir das alleine. Schlussendlich ist es etwas, wo uns alle betrifft, wo wir alle müssen zusammenarbeiten müssen. Wir werden den AHV nicht retten können, wenn wir nur das Rentenalter erhöhen. Schlussendlich. Ja, es ist also klar, es braucht eine Flexibilisierung und das können wir alles im Gesetz machen. Man muss schon sehen, wir haben vor einem Jahr gesagt, jetzt meinen wir es ernst, jetzt machen wir eine Volksinitiative. Etwa 5 Minuten später haben wir einen Teil von den Jungparteien, die da sind, eingeladen für eine Besprechung. Ein Teil ist 20 Minuten vorher nicht erschienen, ein Teil hat sich dann per Telefon mal eingestellt, wieder rausgegangen. Und dann haben wir nie mehr etwas gehört, muss ich sagen. Gut, also Bereitschaft zum Mitschaffen. Also ist ein Monat vor der Wahl, wirfen dem vor, dass da haben wir nicht mitschaffen können, aber 11 Monate lang hat man sich nicht gemeldet. Und ich bin überhaupt nicht böse. Ich bin der Erste, der sagt, wenn wir zusammen etwas machen können, hey, wir sind dabei, let's do it. Aber man kann nicht sagen, nachdem jemand mal in die Verantwortung geht und sagt, wir machen etwas, dem dann einen Vorwurf machen, dass er endlich mal etwas macht. Also das nächste Mal zur richtigen Zeit kommen, pünktlich sein und überhaupt kommen. Das ist das Problem der Bürger- und Jungpartei. Wir haben ein Problem mit dem Land. Und zwar haben wir 200'000 Menschen, die an Altersarmut leiden, die die Rente nicht langen, für am Ende des Monats wirklich alle Rechnungen zahlen, die die Miete zu hoch ist, die effektiv existenzielle Nöte haben. Und das ist das wahre Problem. Wir haben auch ein anderes Problem in diesem Land. Dass Menschen, die über 55 entlassen werden, fast keinen Job mehr finden. Wir haben Digitalisierung, die kommt. Wir werden in den nächsten Jahren tendenziell weniger lang arbeiten müssen und nicht länger. Und gleichzeitig wissen wir auch aus den Untersuchungen ökonomischen, dass eigentlich der Grossteil der Früchte von unserer Arbeit, Produktivitätsfortschritt in den Taschen der obersten 10% gelandet ist in den letzten Jahrzehnten. Also, dort ist das Geld, das uns momentan in der AHV Sie sagen eigentlich übersetzt, wenn das die ganze Diskussion nicht länger arbeiten, man sollte eigentlich nicht länger arbeiten, man sollte weniger arbeiten. Ja gut, das ist relativ absurd, aber ich kann mich einfach dort anschliessen, dass ich auch finde, dass fixe Renten... Nein, das sind überhaupt keine Fakten. Überhaupt nicht. Im Gegenteil, die Leute werden immer älter, sie sind immer länger fit. Sie wollen übrigens auch länger arbeiten. Es gibt jede Umfrage, die sagt, die Leute sind gern bereit, länger zu arbeiten. In der Regel einfach nicht dort, wo sie gerade sind. Oder? Und ich sage einfach, wir müssen... Nein, jetzt habe ich dich vorher reden lassen. Jetzt muss ich schon antworten. Oder? Wir müssen einfach wegkommen wirklich von dem fixen, starren Rentenalter. Oder? Wo wie so eine Barriere in diesen Köpfen ist. Übrigens auch bei den Arbeitgebern. Früher hat man so Ausbildungsphase, Erwerbsphase und nachher noch ein bisschen Ruhestand. Und heute hat man eigentlich in jeder Lebensphase eben auch Ruhe oder Müßiggang und aber auch Aus- und Weiterbildung. Ich finde, oder wir können heute nicht mehr einfach einen Job lehren und das Leben lang auf dem gleichen Job bleiben. Viele Jobs, die wir heute ausüben, gibt es gar nicht mehr in 20 Jahren. Wir müssen uns aus- und weiterbilden und das ein Leben lang. Und das fixe Rentenalter also, ist eigentlich Flexibilisierung ist selber, was Flexibilisierung ist wichtig, aber ich schließe mich völlig an. Also, es braucht auch andere Massnahmen, oder? Man kann es eben nicht so einseitig machen. Ich möchte eigentlich gleich auch den anderen Jungparteien dahinter noch die Chance geben, also, Seibert, gut, bitte. Sehr gerne. Flexibilisierung. Das Zauberwort, das Mitte bis rechts sicher akzeptiert ist, übrigens auch in der AHV 21-Vorlage, die der Bundesrat jetzt rausgibt. Das grosse Problem ist, und das hat Luciano auch gesagt, wir haben die Leute altern unterschiedlich schnell. Wir haben Leute mit 60, die schlechter zu wechseln sind als Leute mit 75. Wir haben Leute, die mit 60 keinen Job mehr haben und keinen Job mehr finden. Das heisst, bei der Flexibilisierung muss es möglich sein, die Rente früher zu beziehen. Das Problem ist, wenn man sie heute früher bezieht, hat man Rentenabzug. Und da haben wir eine Idee, und zwar mit der freiwilligen Arbeit, die wir hier sehen. Wir denken, oder wir sind momentan am Prüfen, wir können Lösungen machen, wo Leute, die Rente früher beziehen, zum Beispiel aus gesundheitlichen Gründen oder weil sie einfach keinen Job mehr finden, können mit freiwilligen Arbeit so viel leisten, dass sie nachher keinen Abzug haben. Und das muss man durchdenken, weil die freiwilligen Arbeit ist natürlich nicht. Aber, und das ist der Punkt dahinter, mit dem. Es ist eine super Idee, ja, aber es tut die AHV nicht dem, mit dem, doch, mit dem kannst du, und das ist der Punkt, mit dem können wir auch einem höheren Rentenalter zustimmen, weil es sozialverträglich ist für andere, weil es wirklich die Fälle aufnimmt und durch das höhere Rentenalter schon. Wenn man immer über das höhere Rentenalter redet, dann redet man vor allem natürlich auch über das Rentenalter der Frau. Ich möchte jetzt gerne über das noch ein bisschen neuer reden. Eine der Forderungen, die ja rum war, im Frauenstreiktag, wo 500'000 Menschen auf die Straße gegangen sind, eben kein höheres Rentenalter für die Frau. Herr Fischer, ist Gleichberechtigung für Sie einfach, wenn man das AHV-Alter gleichstellt? Ja, also das ist eigentlich längst überfällig. Und ich denke, das zeigt auch eine Mehrheit der Bevölkerung, sagt klar, dass das Rentenalter von Mann und Frau gleich sein sollte. Ganz klar, in Zeiten von Gleichberechtigung.
Also, da gibt es gar nicht mehr zu diskutieren. Was aber problematisch ist, ist halt die pauschale Erhöhung einfach vom Rentenalter. Weil es gibt tatsächlich Leute, die in körperlich anstrengenden Berufen sind, die einfach nicht länger arbeiten können. Dort musst du Lösungen haben. Da gibt es gute Branchenlösungen, das stimmt. Aber man muss eben auch eine weitere Flexibilisierung haben. Also, der Bauarbeiter, der dann halt irgendwann einmal den Rücken kaputt hat und nicht mehr mit irgendwie 66 auf der Baustelle unterwegs. Das stimmt. Wir haben heute schon teilweise gute Lösungen in der Branche. Das ist tatsächlich so. Aber bei den Frauen, ich meine, ist völlig klar, dass wir angleichen müssen. Herr Janssen, selbst Sozialminister Alain Berset sagt, dass das Frauenrentenalter muss auf. Das sehen Sie anders, einmal mehr dort ideologisch begründet. Eines mehr, eigentlich aus ganz praktischen Gründen. Es ist schlicht nicht nötig, dass man bei irgendjemandem das Rentenalter erhöht. Wir brauchen keine Verlängerung von der Lebensarbeitszeit. Wir brauchen eine Verkürzung von der Arbeitszeit. Es kann nicht sein, dass wir in den letzten Jahrzehnten immer wieder produktiver geworden sind und nicht von der Frucht dieser Arbeit profitieren können. Das ist ein ausgebautes Sozialsystem in diesem Land. Die Kosten sind quasi explodiert. Oder ihr sagt, wir können von diesen Früchten nicht profitieren. Oder haben wir auch vorher gesagt, ja, nur die obersten paar haben vom Produktivitätsgewinn profitiert. Das stimmt doch einfach hinten und vorne nicht. Es ist uns noch nie so gut gegangen wie heute. Man kann das auch in Gesamteuropa schauen, man kann es auch global anschauen, dort, wo die Marktwirtschaft funktioniert. Dort haben wir einen massiven Wohlstandsgewinn, und zwar eben auch für alle, auch für den Durchschnittsmensch. Und die Bürgerinnen und Bürger der Schweiz merken das auch. Wir haben so viele Ansprüche, die vom Staat befriedigt werden. Wir haben so einen dermassen ausgebauten Sozialstaat. Wir haben ein hervorragendes Gesundheitswesen, das so viel kostet. Ich meine, das ist alles eben der Produktivitätsgewinn. Und wenn man dann ein bisschen weniger... Aber das sieht manchmal halt bei den Frauen auch anders aus, gerade wenn man an Pensionskassen und so weiter denkt. Frau Bünter, wo stehen Sie da? Für mich ist ganz klar, es ist ein Teil der Gleichberechtigung, dass auch die Frauen gleich lang arbeiten. Weil wir haben Forderungen, wo wir sagen, wir wollen gleich behandelt werden, die für mich durchaus legitim sind, die heute noch nicht gegeben sind. Aber dann kann man nicht einfach beim Rentenalter nachher sagen, ja, da machen wir jetzt nicht mit, da wollen wir keine Gleichbehandlung, da wollen wir weniger arbeiten, sondern es ist ganz klar, dass die Frauen auch da einen Beitrag leisten können. Und es ist auch ganz klar, demografisch, wir leben länger und darum ist es auch nicht verständlich, wieso das Rentenalter sollte hochgehen. Weil die demografische Entwicklung kann man nicht durch irgendwelche Finanzierungen aufheben, die schlussendlich nicht langfristig das ganze System sichern. Und dafür setzen wir uns ein. Und wichtig ist eben dabei auch die Flexibilisierung, die schlussendlich eben auch berücksichtigt, dass gewisse Frauen einen Teil ihrer Zeit vielleicht nicht gleich viel Beiträge einzahlen können und das dann auch berücksichtigt wird. Aber ich bin der Überzeugung, dass der Unterschied, wo heute noch durchaus vorhanden ist, in Zukunft hoffentlich nicht mehr da wird sein, weil auch die Frauen gleich viel und gleich stark können im Erwerbsalltag dabei sein und ihren Beitrag leisten. Herr Vögeli, mir kommt gerade in den Sinn, Sie sagen ja auf mit dem Rentenalter für Frauen, aber ohne Begleitmaßnahmen, ohne Abfedern. Das ist doch schon mal schief gegangen, haben Sie nichts gelernt? Ich glaube, da hat Zara Bündner schon recht gut gesagt. Ich finde es recht ein Kindergarten, wenn man von Gleichberechtigungsmaßnahmen redet und dann die eine gegen die andere ausspielt. Das ist völlig klar, wir brauchen Lohngleichheit in diesem Land. Also wirklich keine Diskussion, die haben wir heute noch nicht erreicht. Da braucht es Massnahmen. Aber auf der anderen Seite braucht es eben auch ein gleiches Rentenalter. Also gleiche Rechte und gleiche Pflicht für beide Geschlechter, unabhängig davon, mein Recht ist jetzt, sie alle zusammen in die Pflicht zu nehmen. Und ich möchte gerne darüber abstimmen. Es geht auch darum, dass Frauen 50% tiefere Pensionskassen haben in diesem Land. Genau, das muss man gut, das haben Sie schon mal gesagt. Also, wenn Sie uns abstimmen, lassen Sie uns abstimmen. Farbe bekennen, soll das Frauenrentenalter ohne Kompensation erhöht werden? Soll das auf ohne Kompensation, ja oder nein? Blau für ja, rot für nein. Ohne Kompensation. Ohne Kompensation, ja. Das Modell Vögeli sozusagen. Ich finde, ein bisschen müssen wir schon kompensieren, ja. In den Härtefällen. Darum rot. Ja, aber Härtefallregelung gibt es ja heute schon. Man hat EL, man hat schon Abfederung. Ja, und Härtefallregelung gibt es ja schon. Wenn man EL immer mehr ausbaut, eigentlich sollte das System ja so sein, dass die EL nur noch wirklich in sehr schwierigen Situationen genutzt wird. Ich bin ja einverstanden. Wir können auch gerne über die Rentenhöhe reden. Aber wenn wir darüber reden, und dann ist die Rente zu tief, oder? Ich komme gerade zu Ihnen. Das hat nämlich einen Grund. Warten Sie es schnell ab. Man sieht auch hier keine Einigkeit, auch ein klares Loch in der AHV-Kasse. Das muss gestoppt werden. Und da gibt es auch noch einen radikalen Vorschlag, den ich gerne möchte zum Herrn Vögeli gehen. Also, Sie und die junge GLP unterstützen die Initiative für eine sogenannte generationengerechte Altersvorsorge.
die, die die Rente sogar kürzen. Da machen sie sich nicht besonders beliebt im Land. Also wir wollen die Rente nicht kürzen, das ist nicht so. Wir sind der Meinung, dass man eine Pensionskasse, also wir haben drei Säulen-System. Mhm. In der ersten Säule die wir umverteilen, und das ist auch richtig, dass wir umverteilen, das heisst, die Aktiven die zahlen für die Pensionierten. Die zweite Säule, dort spart jeder und jede für sich selber. Also ich backe meinen eigenen Kuchen, und wenn ich näher passioniert bin, darf ich den Kuchen essen. Und jetzt ist die Frage, wenn ich passioniert werde, wie viele Kuchenstücke soll ich machen, damit der Kuchen für meine ganze Passion reicht. Und das macht man nicht heute. Heute hat man das Gesetz und das definiert fix, wie viele Kuchenstücke sie machen. Und die Kuchenstücke sind massiv zu gross. Das heisst, mein Kuchen ist weg, bevor ich weg bin. Sie haben aber gesagt, Sie haben vorher gesagt, die Rente werden nicht gekürzt. Ich muss Sie an den eigenen, also nicht an Ihren, an den Initiativtext erinnern, den Sie hinten auf dem Screen sehen, oder? Bereits laufende Altersrenten der beruflichen Vorsorge können in moderaten Schritten gesenkt werden. Was ist denn gesenkt, wenn ich gekürzt? Das ist aber genau der Punkt. Oder? Wir haben viel zu grosse Kuchenstücke und wir müssen realistische Kuchenstücke machen. Das heisst, meine Gesamtsumme an Passion, das, was ich bekomme, total, das bleibt exakt die gleiche Summe. Ich verteile es einfach anders auf meine Jahre. Du hast weniger Geld, und dort kann man wirklich sagen, man hat es ja gemacht, das PwC-Modell, die haben es eingeführt, die haben glaube ich, insgesamt 4 Jahre haben sie das laufen, mit dieser Klausel drin. Und faktisch hat es dazu geführt, dass die Renten gestiegen sind, weil man es einfach realistisch hatte. Man hat auch noch gute Anlageergebnisse gehabt, etc. Aber die Kürzungen, wir haben es auch mal durchgerechnet für die letzten Jahre, die Kürzungen, die wären marginal. Es geht um 10 Franken irgendwie pro Monat, wo man weniger hätte. In der Pensionskasse, AHV, keine Diskussion. Und da bin ich auch der Meinung, dort muss man sogar mit der Rente. Trotzdem brechen Sie ein Tabu. Sie wollen, dass man darüber redet, auch über sinnige Schritte. Das Tabu, Frau Janssen, ist das für Sie ein Tabu? Oder kann man auch Renten kürzen? Auch wenn es 10 Franken sind, wie viel auch immer. Jegliche Rentenkürzungen sind für mich absolut keine Option. Wenn wir etwas brauchen, dann ist es ein Ausbau der Rente. Es ist schon heute so, dass etwa 10% der Neurentnerinnen und Neurentner auf Ergänzungsleistungen angewiesen sind. Und sie wollen die Rente noch mehr senken. Das ist doch keine zukunftsfähige Lösung. Ich glaube einfach, wir haben ein gutes Dreisäulensystem, das Verbesserungspotenzial hat. In der ersten Säule, und da bin ich wirklich einverstanden, bei den 200'000 Leuten, die heute nicht reicht, dort muss man darüber diskutieren, ob man die Rente erhöhen muss. Aber die zweite Säule, und dort, bei dieser Passus geht es um die zweite Säule, dort, wo ich für mich selber spare, dann ist es einfach ungerecht, es ist nicht fair, wenn ich ein Kuchenstück von anderen nehme und die essen, obwohl man sich gar nicht meine Dose hat. Schmeckt Ihnen der Kuchen, Herr Fischer? Ja, das Kuchenstück schmeckt Ihnen das? Ich möchte damit sagen, das ist die Initiative, die vom Herrn Bachmann lanciert wurde, dass man das auch noch gesagt hat. Das ist ein Pensionskassenspezialist, der sich eigentlich sein Leben lang mit dem auseinandergesetzt hat. Das ist sehr eine intelligente Idee. Mein Vorwurf ist, es ist wahrscheinlich jetzt kompliziert. Also ich glaube, es braucht dann eben eine ganze Arena, um die zu diskutieren. Unbedingt. Die Problematik ist einfach, wir haben heute eine Umverteilung von 7 Milliarden rund im Jahr von jung zu alt. Und in der zweiten Säule. Nur in der zweiten. Und in der zweiten ist aber eigentlich keine Umverteilung angedacht. Es wird oben einfach zu viel ausgezahlt, als eigentlich eingezahlt wird. Und wir haben immer die drei Faktoren. Wir haben die Lebenserwartung, also das Alter, die Zeit, die man bezieht. Wir haben die Beiträge, die man zahlt das Leben lang, und wir haben die Rentenhöhe. Und man muss an diesen drei Teilen schrauben. Und die SVP hat auch für die anderen Teile Vorschläge. Wir haben ja den Vorschlag, auch, dass man 1 Milliarde aus der Entwicklungshilfe in die AHV verschiebt. Das ist mal ein Teil pro Jahr. Dann kommt der andere Teil, dass zum Beispiel die Negativzins, die jetzt die Pensionskasse an die Nationalbank müssen überführen, dass man die zurück in die AHV führt, dass er bei den Einnahmen Herr Silberschmidt und Frau Bünter macht sie mit, wenn es darum geht, im Notfall sogar noch Renten zu kürzen. Ich denke, es ist sicher sehr wichtig, dass eben die erste Säule ganz klar verstärkt wird, dass dort eben durch das mit der Rentenaltererhöhung auch das langfristig gesichert wird. Und über die zweite Säule, dort müssen sicher auch Massnahmen ergriffen werden, dass man eben auch einen gewissen Anreiz hat, um dort können, die Rente so einteilen, wie man es schlussendlich selber auch zurückbekommen will. Und eben auch über Generationen gerecht. Es kann nicht sein, dass man in diese zwei Säulen einbezahlt, wo man schlussendlich mehr bekommt. Bei mir ist mir relativ klar, was Sie jetzt gerade für eine Karte zücken. Ich möchte Sie alle fragen, Farbe bekennen, bitte. Muss man als letzte Möglichkeit Renten kürzen? Nein, ich muss einfach etwas zu dieser Initiative schnell noch kurz sagen. Es geht darum, dass man... Kann man nicht fragen, Renten kürzen? In der ersten Säule ganz klar nein. Sogar wahrscheinlich Ausbau. Es geht darum, dass man... In der zweiten Säule
geht es auch nicht um eine Rentenkürzung, sondern um eine andere. Es steht gesenkt. Es steht noch gesenkt. Es geht darum, dass man ein freiwilliges Rücktrittsalter hat. Das heisst, der Mensch kann bestimmen, dann will ich in Rente gehen. Und dann, anhand von der durchschnittlichen Lebenserwartung, errechnet sich dann die Höhe der Rente. Und wenn ich früher in Rente gehe, habe ich weniger. Sie wollen das all nicht, auf das habe ich ausgerechnet. Wenn ich später in Rente gehe, habe ich halt ein bisschen mehr. Was haben Sie gestimmt, Herr Silberschmidt? Ich wollte mal ein bisschen die Hektik auseinandernehmen. Also, wir müssen ja schlussendlich das Gemeinwohl im Sinn haben und nicht irgendwie die eine Säule gegen die andere ausspielen. Und wir können nicht vorher beim Klima über Nachhaltigkeit reden. Und jetzt tun wir so ein bisschen einzelne Massnahmen umschonglieren. Aber haben nicht den grossen den Wald. Man sieht nur noch von lauter Bäumen, sehen wir den Wald nicht mehr, dass die AV den Wald sieht, sind Sie, die anderen sehen nur die einzelnen Bäume. Wir haben in 15 Jahren kein Geld mehr, um die Rente können zahlen. Und das müssen wir zuerst lösen. Wenn wir das gelöst haben, dann können wir in der ersten Säule die Renten stärken, dann können wir in der zweiten Säule die Umverteilung bremsen und in der dritten Säule Anreiz setzen, dass man auch mehr selber sparen kann. Aber zuerst müssen wir den Brand löschen. Das Haus muss zuerst gelöscht werden. Und das, tut mir leid, ein bisschen mit freiwilliger Arbeit und ein bisschen mit flexibilisieren, ist der Brand nicht gelöscht. Wir reden so auf Thema. Das ist angekommen. Kurz noch Frau Janssen und dann möchte ich die Schlussrunde gehen. Wir haben hier auch ausfinanziert. Wir haben sie ausfinanziert mit unserer Volksfreiheit. Es braucht konkrete Lösungen und keine Fläschchenpolitik. Aber Leistungsabbau ist einfach nicht die einzige Option. Was wir vorschlagen, ist zum Beispiel, dass man endlich alle Formen von Einkommen mit berücksichtigt bei der Altersvorsorge. Kapitaleinkommen sind heute nicht AHV-pflichtig, obwohl jeder dritte Franken in diesem Land Kapitalsteuer noch in einer Schlussrunde. Das können wir machen. Das wir ist eben nicht die Lösung. Wir sind wirklich am Ende dieser Sendung. Wir haben in den letzten 70 Minuten 8 Präsidentinnen und Präsidenten der Jungparteien gehört. Ich habe mich im Vorfeld dieser Sendung gefragt und jetzt auch während der Sendung, ist es anders, als wenn man mit arrivierten Politikerinnen und Politikern redet? Ich möchte euch direkt fragen, Sie fragen, machen die es anders als die anderen im Bundeshaus? Oh, jetzt, also, ruhig ist noch nie gesehen. Das muss man geniessen, die ruhigsten Sekunden von euch. Ich glaube, Differenzen zwischen den einzelnen Parteien sind grösser als Differenzen zwischen Jung und Alt. Oder auch gerade im AHV-Thema sagt man häufig, wir haben einen Generationengraben. Das glaube ich nicht. Es gibt auch sehr viele Rentnerinnen und Rentner, die eben sehen, wir können nicht auf Kosten von unseren Kindern und Enkeln leben. Und da gibt es eben eher einen ideologischen Graben als einen Generationengraben. Ich denke aber, die Jungen gehen vielleicht ein bisschen weniger voreingenommen an die Sachen an. Man kann auch gut zusammenarbeiten. Wir haben Haufen Themen, die jetzt halt heute nicht Thema waren, wo wir auch miteinander zusammenarbeiten. Also, Sie haben schon einen Vorschlag für die nächste Digitalisierung und so. Genau, haben wir viele Sachen. Bei Janssen, ist es anders? Empfinden Sie es selber als anders? Oder haben Sie das Gefühl, dass es sich dann in eine Richtung verändern, wo man dann gleich tönt wie die arrivierten Politikerinnen und Politiker? Ich gehe vereinigt mit dem Herrn Fischer überein. Ich glaube wirklich, dass die politischen Gräben eigentlich grösser sind als Generationengräben. Und ich glaube, die Diskussion ist relativ ähnlich, egal wie alt man ist am Ende des Tages. Herr Winter? Ich glaube, etwas, was wir jetzt gerade auch mit der Altersvorsorge gezeigt haben, dass 5 junge Parteien sich treffen und zusammen eine Lösung suchen. Und da ist aus meiner Sicht ein Unterschied. Da sind wir wirklich Parteien von vielen verschiedenen Ausrichtungen. Und ich habe mich sehr gefreut, dass ich vom Herrn Silberschmidt gehört habe, dass er bereit ist, mit uns weiterzuarbeiten und dass wir das werden schaffen, gemeinsam eine Initiative lancieren. Da soll jemand sagen, am Ende von so einer Arena könnte es nicht nur lösungsorientiert sein. Da hat es eine neue Allianz gegeben. Oder eine, die wieder neu erblüht zwischen der FDP. Eine alte Liebe, die neu erblüht zwischen der FDP und der CVP. Ich möchte trotzdem auch noch das Publikum fragen. Das ist jetzt Ihre Sicht. Ja, Sie dürfen. Also ich war ein bisschen enttäuscht von uns heute Abend. Ich glaube, wir haben fast gleich gestritten wie die ältere Politikergeneration. Ich glaube, wir hätten sehr viele Lösungen, die wir zusammen erarbeiten können, wenn wir die ideologischen Scheuklappen mal auf die Seite tun und einfach versuchen, zusammen das Land weiterzubringen. Weil die Schweiz ist ja so schön und da lohnt sich zu investieren. Ich möchte noch fragen, wie das Publikum das heute Abend erlebt hat. Darf ich zum Beispiel Sie fragen, wenn Sie jetzt da zugelassen haben, heute Abend, was war Ihr Eindruck gewesen? Ist es anders, als wenn es mit Politikerinnen und Politikern aus dem Bundeshaus wäre? Nein, ich habe Ihnen das Mikrofon schon. Nein, also für mich war es auch genau gleich spannend und kurzwillig. Und es hat mir geholfen, meine politische Meinung ein bisschen mehr zu festigen. Ah ja, also Sie sind da reingekommen und haben noch nicht gewusst, wer Sie könnten wählen, welche Partei, oder haben Sie jetzt mehr auch nicht? Doch, das schon. Oh, also schon gewusst, wenn Sie das wissen. Wenn Sie es sagen. Wenn Sie es nicht sagen, das finde ich absolut. Aber ja, es hat mir geholfen. Ja. Danke euch allen. Danke euch. Wunderbar. Ich wollte das als Schlusswort nehmen. Ich glaube, das kann man gar nicht toppen, was sie gesagt hat. Vielen Dank, herzlichen Dank.
freue mich, zum Schluss noch zu hören. Etwas haben wir noch vorbereitet, und das ist das Bild der Woche. Das Bild der Woche, wo ich gerne möchte hören, was Sie dazu sagen. Mein persönliches Bild der Woche, ich habe das hier ausgesucht. Das ist vom Zurich Film Festival, gestern die grosse Eröffnung. Nadja Schildknecht, Gründerin, ganz rechts aussen, und in der Mitte der Ueli Maurer, wenn man genau anschaut, dann sieht man ihn dort auch. Stars und Sterne auf dem Teppich vom Zurich Film Festival, zusammen mit der Crew vom Film über den Bruno Manser. Sarah Bünter, wie war das so für Sie, heute im Skiwerferlicht zu stehen? Ja, gewöhnungsbedürftig. Aber ich glaube, man lernt jedes Mal dazu. Und schlussendlich ist es wichtig, dass man sich für eine Sache einsetzt. Und da gehört halt auch so ein Auftritt dazu, der einfach nicht immer ganz nah liegt. Silberschmidt, Sie hat man auch schon mal auf einem roten Teppich gesehen. Geniessen Sie das? Oder ist das einfach etwas, was Sie am Schluss wollen, Wählerinnen und Wähler gewinnen? Ich genieße vor allem so Anlässe wie das Zürich Film Festival in der Schweiz stattfinden, wenn wir als Zürich eine Metropole sind, ein Magnet für Happenings aus der ganzen Welt. Und ich finde, da können wir stolz drauf sein und nicht immer das Gefühl, ja, ist jetzt zu gross und zu wild, sondern es ist doch cool, wenn wir ein Magnet sind. Das Magnet, Rona Jansen, ihr Gesicht kennt man unterdessen auch, neue Juso-Präsidentin. Verhalten Sie sich jetzt anders in der Öffentlichkeit zum Beispiel? Nein, ich glaube nicht. Setti vielleicht, ich weiß nicht. Ich hocke immer noch gleich verpennt im Zug um. Ich verhalte mich sicher nicht anders. Ich bin immer noch so, wie ich bin. Und probiere das Ganze locker zu sehen. So. Locker zu nehmen, ein Spiel mit den Medien, das dazugehört irgendwo durch. Herr Fischer, Sie haben sich auch fotografieren lassen. Sie sind kürzlich Papi geworden. Meine Gratulation dazu. Ja, und haben dann mit der Schweiz Illustrierten, glaube ich, eine Geschichte gemacht. Aus Stolz oder auch zum Wählerinnen und Wähler akquirieren? Das war also nicht ganz so. Meine Frau hat auf Instagram ein Bild veröffentlicht und die Schweizer Illustrierte hat das gefunden und abgedruckt. So ein Promi bin ich eben doch noch nicht, dass die auf mich zukommt wegen dem. Aber nein, das ist eher so eine Nebenerscheinung vom Ganzen. Oder? Ich meine, es ist klar, man steht in der Öffentlichkeit, wenn man etwas erreichen will. Und dann muss man so Zeug auch mitmachen. Das ist halt so. Aber, ich bin lieber eigentlich für mich mit der Familie daheim ohne Journalisten. Sie sind erlöst jetzt. Vielen Dank, dass Sie meine Gäste waren. Sind. Die Sendung produziert hat Sofia Miroschnik. Die Leitung hat Franziska Egli. Und danke möchte ich speziell den Kolleginnen und Kollegen in der technischen Crew. Ja, mich finden Sie auf Instagram, auf Facebook, auf Twitter, wenn wir schon beim Thema sind. Und auf den sozialen Medien werden Sie dann auch Zusammenfassungen sehen von den einzelnen Abstimmungen, die wir in dieser Sendung gemacht haben. Wir sehen uns am nächsten Freitag wieder mit allen Parteipräsidentinnen und Präsidenten. Nicht von den Jungparteien, die haben wir heute gehabt, sondern von der eben arrivierten Partei. Ich möchte nicht sagen grossen Partei, weil ich habe das wirklich auch eine gute und eine grosse Sendung heute gefunden. Vielen Dank. Bleiben Sie uns treu. Bleiben Sie kritisch.